Wir haben 2 Jahre unseres Lebens darauf vergeudet, einen Film zu machen, der nur 25 Minuten lang ist. Ja, ist jetzt fertig. Kameraton ab. Läuft. Ach, Eröffnungsrede. Ich liebe euch alle. Danke, dass ihr hier seid. Die Walküren. Erste Klappe. Walküren ist ein Kurzfilm über 3 Sexworkerinnen in Köln, die nach der Vergewaltigung an einer Kollegin sich dazu entscheiden, den Weg der Selbstjustiz zu gehen. Halt die Fresse. Ganz realistisch gesehen muss man sagen, war Walküren völlig überambitioniert. Das ist ein viel zu großes Projekt gewesen für die Zeit, die wir investieren konnten, für das nicht vorhandene Geld, was zur Verfügung war. Schon im ersten Step habe ich eigentlich mit dem Buch übertrieben. Wenn man das Buch groß schreibt, wird der Dreh groß, wird die Postproduktion groß. Das war eigentlich zu fett. . 2020 war auch für uns ein ziemlich krasses Jahr, weil wir aus Angst vor Corona jeden Job angenommen haben, der irgendwie kam. Und wir haben so viel gearbeitet, dass wir Ende des Jahres gesagt haben, irgendwas müssen wir uns jetzt Gutes tun, irgendwas gönnen. Und unsere Antwort darauf war, wir drehen einen eigenen Kurzfilm. Hey, der Typ hat Blut an den Händen. So sehe ich nicht. Martha! Martha! Hey! 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 Einen Kurzfilm zu machen ist einfach grundsätzlich Arbeit. Super zeitintensiv, teilweise frustrierend und nicht immer erfolgreich. Dankeschön! Okay, schönen Tag noch! Tschüss! Was ist? Ja, es führt alles zu nichts. Ja, von 4 Wochen haben wir das ganze Ding auf die Beine gestellt, zwischen Drehbucherstellung und Drehzeit. Und das alles nebenbei, während unserer beruflichen Produktion, ist schon ein immenser Aufwand. Aber wir hatten so viel Motivation und Bock drauf, dass wir uns unfassbar den Arsch aufgerissen haben. In dem Moment, wo wir ganz viel selber machen mussten. Wir haben selber produziert. Sprich, alles von Locations suchen, zur Teamfindung, zu Kostümen, zu Requisiten. Das ist Schneeberg, das ist die angebliche Variante. So kann man wohl ganz gut koksen. So, pass auf, so machen wir, also so machen wir doch hier. Ah, ah, Jesus Christ! Ja! War schon oft einfach Arbeit und Stress und das Gefühl, dass man sich selber nicht gut tut damit. Ja, du hast doch nicht mal Zeit zum Friseur zu gehen, ne? Du siehst ja, aus aber auch Zerrupp-Sofakissen. Wie der Kölner sagt. Was? Zerrupp-Sofakissen. Ein zerrupptes Sofakissen. Was ist das denn für ein Spruch? Ja, guck dich im Spiel an und weißt, woher das kommt. Wir hatten uns nur selber dieses Zeitdruckgefühl gegeben und ich glaube, dadurch, dass es so ein aktuelles Thema ist, wollten wir es auch einfach schnell rausbringen. Wir drehen heute 2 Wochen und wir haben noch unendlich viele To-Dos vor uns. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, ich hoffe, wir kriegen es in den 2 Wochen noch hin. Ich glaube, wir unterschätzen das ein bisschen. Ja, in manchen Ecken glaube ich schon. Konnte ja keiner ahnen, dass die Postproduktion Jahre dauern würde. Sonst hätten wir uns bei der Planung definitiv mehr Zeit gelassen, anstatt jeden Tag wochenlang bis spät in die Nacht zusammenzusitzen, nur um diesen Film zu planen. Was irgendwann natürlich auch total frustrierend war. Es ist 23 Uhr, ich habe seit 4 Tagen nicht richtig durchgeschlafen, ich habe keinen Bock mehr. Ich rufe jetzt nicht nochmal 6 Locations an, von denen 7 absagen. Du hast keine Kohle, du hast keine Zeit und du verlangst von allen Leuten die ganze Zeit Gefallen, ohne denen was entgegenzubringen. Und dann kann man ja nicht mal dem Produzenten einen Vorwurf machen, weil ich das selber bin. Ah! Guten Tag, es ist gerade 18 Uhr. Wir haben schon richtig was
das hinbekommen. Viele von den Leuten, mit denen wir bei Walküren gearbeitet haben, kennen wir durch unsere Profiproduktion. Und es war uns fast peinlich zu fragen, hey, möchtest du umsonst bei uns ein paar Tage lang mitarbeiten für so ein Filmding, was wir im Kopf haben? Ich habe das Gefühl, solange wie der jetzt auch schon steht, Audio wird aufgenommen, kann das nur eine Absage sein. Das wird eine Absage sein mit einer sehr langen Entschuldigung und wahrscheinlich kein, hey, ich bin dabei. Cool, ich freue mich. Ja, schade. Hi Joscha, ich wollte mich schon längst gemeldet haben. Sorry, ich war einfach so im Brass. Ich bin dabei. Ich freue mich sehr drauf. Und dann habe ich irgendwie erst verstanden, das, was wir machen, ist scheinbar so schön für alle, dass die Leute Bock haben, da mitzumachen und das als Hobby empfinden. Und es gab einen Punkt, wo wir festgestellt haben, wir haben 45 Personen Crew plötzlich in diesem Projekt. Als ich das Buch geschrieben hatte, dachte ich, wir sind 8. Gerade dadurch, dass so viele Profis mitgearbeitet haben, ist es eben auch ein größeres Werk geworden. Es ist nicht der kleine Kurzfilm, den wir mal nebenbei gedreht haben, sondern es ist ein richtiger Film. Und das ist nicht die Leistung von Joscha oder mir alleine, sondern eben eine Leistung von ganz, ganz vielen Leuten, ohne die das niemals so krass geworden wäre. Wie so eine riesige Gang. Das finde ich einfach unfassbar krass. Marius und ich haben als Superstandy mit Walküren das größte, komplexeste, traurigste und geilste Projekt in die Hand genommen, was wir je in der Hand hatten. Und es ist jetzt so geil zu wissen, dass immer eine Making-of-Kamera dabei war in jedem Schritt. In diesem Sinne gehe ich jetzt mal wieder ab und lass mir auch nicht einen auf die Fresse geben. Wir werden jetzt in nächster Zeit mit dieser Making-of-Serie auch die verschiedensten Sachen beleuchten, um mal zu zeigen, wie entsteht ein Film dieser Größe ohne viel Geld, aber mit viel Einsatz. Das war schon auf seine eigene Art auch ein Ritt durch die Hölle, aber ich würde es halt auch jederzeit wieder machen. Why?